Flife Universe macht einen großen Fehler. Sie verscherzen es sich mit den Anfängern und heute analysieren wir, wie genau sie das schaffen. Und der einzige Vergleichsgegenstand, den wir haben, um Flife Universe gegen irgendwas anderes, naja, gegenzuwiegen oder zu vergleichen, ist nun mal Flife PC. Und ich will es ganz klar nochmal fest hier am Anfang sagen, ich sage nicht, dass wir die Items oder irgendwas von Flife PC jetzt 1:1 in Flife Universe übertragen sollen, ganz im Gegenteil. Ich meine einfach nur, am Beispiel vom Flife PC kann man sehen, was man Anfängern alles so schmackhaft machen kann, um halt auch das Spiel langfristig zu spielen. Weil was bringt es Spielern, schlechte Belohnungen am Anfang zu geben? Und die Leute hören dann innerhalb von kürzester Zeit auf. Die Diskussion hatten wir letztens im Stream, wo wir Vermutungen angestellt haben, wann die Leute quitten, ab welchem Level, wann der ätzendste Bereich ist, vor allem für Leute, die noch nie Flife gespielt haben und so weiter. Und ganz ehrlich, die Anfängerbox in Flife Universe, ich gehe so weit zu, das schauen sie uns gleich noch an, für die Leute, die sie nicht mehr kennen oder die es vergessen haben. Aber die ist so schlecht. Also wenn ich das Spiel anfange, würde ich mir einfach nur denken, also sicherlich am Anfang weiß man es nicht, zugegeben. Wenn ich jetzt zum ersten Mal ein Spiel spiele und ich kriege eine Anfängerbox oder so, ich weiß nicht, wie schlecht die Items sind. Aber spätestens an dem Zeitpunkt, wo ich feststelle, okay, das war irgendwie gar nichts, was da drin ist und vor allem auch ein paar Items davon sind komplett useless, wenn ich kein Magier zum Beispiel werde. Was ist das eigentlich für ein Item? Warum kriege ich sowas Dummes? Und wie gesagt, am Beispiel von Flife PC werden wir jetzt sehen, wie man es in Anführungszeichen besser oder richtig machen könnte, um den Leuten nicht dieses Gefühl zu vermitteln, langfristig vor allem. Wie gesagt, am Anfang hat man keine Ahnung. Aber auch später dann, wo man sagt, ey, diese Anfängerbox, die hat echt Value. Das ist echt gar nicht mal so bad. Ich kriege richtig viel hier, ohne direkt cashen zu müssen. Und ich verstehe sicherlich, oder ich kann mir vorstellen, der Ansatz von Flife Universe ist, Anfänger eher dazu zu bewegen, möglichst schnell in den Cash-Up zu gehen und Microtransactions zu tätigen. Das sollte aber nicht das Ziel sein, weil, ja, so zieht man sich halt keine langfristigen Spieler ran. Und ganz ehrlich, Flife Universe kann mit, sag ich mal, High Gacha-Feeling-Games sowieso nicht mithalten. Also wenn du den Leuten von Anfang an mitteilst, dein Game ist Pay-to-Win, es ist aber nicht mal halb so spannend, beziehungsweise nicht mal halb so flashy wie die ganzen neuen Games auf dem Markt, dann wirst du halt einfach nur ablosen und du wirst wahrscheinlich einen extrem großen Anteil aller Anfänger direkt wieder verlieren, weil sie nicht mal auf Level 15 leveln oder nicht mal auf Level 30 oder nicht mal auf Level 60, weil sie schon extrem schnell quitten, weil sie am Anfang einfach überhaupt keinen Support vom Spiel bekommen. So, ja, es war jetzt relativ sinnlos, mir einen neuen Chart zu machen in Flife PC, denn ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich ein Versehen ist. Die Anfängerbox hat sich nämlich verändert und das hier sollte eigentlich ein Event sein. Es wurde aber anscheinend einfach nicht beendet, beziehungsweise ist es jetzt wohl mittlerweile so, ich konnte jetzt dazu leider nichts finden in der Kürze, dass sie das wohl permanent verändert haben. Also früher war es so, mal eine Anfänger-Supportbox bekommen, da war zum Beispiel CS-Pad, Fluggerät drin und jetzt ist es so, ich hatte jetzt ein Support-Package, habe es aufgemacht und da habe ich jetzt diesen New Warrior-Buff, einen Cloak mit 10 Attack-Speed, Geschwindigkeit, Angriffskraft, 5 Q-Amplies, wie gesagt, nicht die Items selbst ist das, worauf ich hinaus will. Und was habe ich auch bekommen? Eine nächste Box, eine Newbie-Boost-Pack Stufe 1-Box, ab Level 16. So, und wie gesagt, auf die genauen Items wollen wir jetzt nicht eingehen, aber ich zeige es euch einfach trotzdem. Oh, das ist Flife Universe, das ist noch zu früh. Und zwar, das hier haben wir gerade uns angeguckt. Also wir haben jetzt diesen New Warrior Buff, dieses Kostümset, 28 Tage, Q-Amplies und eben diese neue Package-Box ab Level 16. Dann was ist da drin? Ein Inventory Bag, die nächste Support-Box, paar Power-Ups, Premium-Teleport-Maps, das ist im Endeffekt Bling Bling auf Madrigal in Flife Universe-Sprache. Nächste Box bekommen wir, wie gesagt, ab Level 30. Da kriegen wir dann wieder Power-Ups größtenteils eigentlich. Ein paar Sachen, Aiden's Jar, keine Ahnung, ob man das mit Level 30 bekommt, ich weiß es nicht. Fragt mich nicht. Es ist aber trotzdem ein gutes Item, also versteht mich nicht. Es ist unnötig auf Level 30, aber es ist trotzdem ein extrem gutes Item, das im Cash-Up auch sehr viel kostet. Dann auf Level 45 kriegt man ein Merchant Agreement. Damit kann man kostenlos bis zu 60 Gegenstände ins Auktionshaus stellen und damit AFK verkaufen, auch wenn man offline ist. Für 7 Tage bleiben die Items im Auktionshaus. Weitere Premium-Teleport-Maps, aka Blinking of Madrigal, die sind immer geil. Dann auf Level 61 bekommt man Common Bank, Emporium-Ticket, auch super cool. Will ich jetzt eigentlich drauf eingehen, was es ist, aber ist auch ziemlich nice. Dann auf Level 75 gibt es Scroll of S-Product, 10 Stück, Elemental Upgrade Card Box und wieder Power-Ups. Auf Level 90 gibt es dann ein permanentes CS-Pad, 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 ein permanentes CS-Pad.
permanentes CS-Pad. Und noch einige andere Items und ich glaube, dann brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Ihr versteht schon. Also das kriegt man bei FLIVE PC, wenn man sich aktuell anmeldet. Wie lange das noch so ist, bis man wieder die normale Supportbox bekommt, die normale Anfängerbox, das kann ich euch nicht sagen. Wie gesagt, das sollte eigentlich nur ein Event sein damals, aber es läuft offensichtlich immer noch. Ja, wie gesagt, wenn wir dieses CS-Set bekommen, was hat das für Effekte? Alle Statuswerte plus 10, Angriffskraft plus 10, Crit-Schaden plus 10 und alle Stats plus 15. Genau, CS-Pad haben wir leider am Anfang keins, aber ich sag mal so ganz ehrlich, CS-Pad am Anfang ist schon nice. Also es ist schade, dass es nicht mehr drin ist. Das ist das Einzige, was man hier wirklich kritisieren kann. Aber in FLIVE PC ist es tatsächlich mittlerweile so, die Anfangs-Drops spielen so heftig keine Rolle mehr, dass man wirklich sagen kann, die kannst du einfach liegen lassen und zwar vollkommen ohne schlechtes Gewissen. Und man levelt auch recht schnell auf Level 90. Aber wie gesagt, wir wollen es da nicht zu sehr direkt drauf eingehen. Aber ich denke am Prinzip oder am Beispiel von FLIVE PC haben wir jetzt festgestellt, okay, du fängst an, kriegst direkt Power-Ups, CS-Set, theoretisch XP-Amplis, die könnte man auch ausklammern, selbst wenn die hier nicht drin wären, ignorieren wir die einfach mal. Du kriegst einfach Support, das hält auch nur 28 Tage, also das ist nicht permanent, ja. Und weißt, auf Level 16 gibt es die nächsten Goodies. Und wenn du die Box dann aufmachst, weißt du, auf Level 30 gibt es die nächsten Goodies. Und so steigert sich das immer weiter bis ins absolute High-Level. Und selbst wenn sie diese Box entfernen, dann wird sie ersetzt, also durch die ursprüngliche Box. Da ist dann ein Fluggerät 7 Tage drin, ein CS-Pad 7 Tage, auch Amplification Scrolls und Premium-Tickets. Das heißt, selbst die Standardbox wäre auf jeden Fall gut. Also egal, wie man es dreht und wendet, FLIVE PC setzt ja schon mal den Ton. Hey Anfänger, wenn ihr hier anfangt, wir geben euch richtig gutes Zeug, damit ihr auch wirklich spielen wollt. Ja? Und nicht das Gefühl habt, dass ihr vernachlässigt werdet. Abgesehen davon, zieht euch rein, wie cool der Charakter aussieht. Man ist nur Vagrant und sieht hier einfach aus wie eine fucking Göttin oder so mit einem richtig coolen CS-Set. Rises Set war schon immer ein sehr cooles CS-Set und außerdem der Blessed Cloak of Light oder das Blessed Cloak of Light Design zumindest. Richtig, richtig cool. Also kann man einfach nur sagen, alles richtig gemacht, würde ich persönlich mal meinen. Gut, abgesehen von CS-Pad ab Level 1, aber wie gesagt, mittlerweile ein FLIVE PC tatsächlich nicht mehr unbedingt notwendig. Ah ja, und noch so eine Sache, die man natürlich erwähnen muss, ist natürlich hier Buff-Event. Der Buff-Peng in FLIVE PC bufft alle Buffs auf Level 7, alle Buffs, außer Ringmaster-Buffs natürlich. Für eine Stunde. Gehen wir gleich auch noch drauf ein. Und es gibt außerdem noch den Rental Pang. Den kennen sicherlich einige Leute auch nicht. Und zwar kannst du dir einmal am Tag hier einfach Equipment von dem leihen. Das ist einfach eine Daily Quest. Die habe ich jetzt einfach angenommen. Dann gibt er mir aus irgendeinem Grund beide Geschlechter. Und dann gibt er mir hier einfach ein Item mit 190 ATK auf Level 1 und eine Rüstung mit 200 bis 500 Rüstungswert. Das heißt, ich bin jetzt einfach unbesiegbar. Es ist auch alles plus 5. Also ich habe auch einen Set-Effekt hier quasi. Genauigkeit plus 10, HP-Rate plus 10, Blockrate plus 3. Und ich bin jetzt mehr oder weniger einfach unbesiegbar. Ich habe einen Death-Wert von 1300 ohne Power-Ups und mit Low-Level-Buffs und kann jetzt richtig geil durchstarten. Klar kann man sagen, dass das so übertrieben ist. Und wie gesagt, das ist das, was ich auch die ganze Zeit klarstellen will. Das wäre auch viel zu übertrieben, wenn das so ein FLIVE Universe wäre. Aber es zeigt einfach nur, was jahrelanges Weiterentwickeln des Spiels irgendwann ausgemacht hat. Du hast halt irgendwann festgestellt, okay, die Peaks sind so hoch, ja, wir haben alle so viel Damage, wir haben alle so viel HP, wir haben alle so gutes Equipment. Wenn da jetzt jemand anfängt, der fühlt sich wie das letzte Stück Dreck, wenn der dann nur mit dem Level 1er Zeug rumläuft, ja, und quasi komplett nichts hat. Und deswegen geben wir ihm einfach größtenteils zeitlich begrenzte Items, um aufzuholen, um direkt reinzustarten, sich direkt cool zu fühlen, direkt die ersten Monster zu töten, nicht zu sterben, in Flaris zu sterben, ist so lästig einfach und unnötig. Man will ja das Spiel auch einfach mal kennenlernen und lernen auch irgendwo. Ja, und das alles haben wir hier. Wir haben die Möglichkeit, jetzt einfach loszuziehen und bis Level 60 haben wir jetzt mit dem Equipment eigentlich absolut keine Probleme. Wir können das Spiel entdecken, erkunden und ja, es ist einfach, finde ich persönlich, die richtige Richtung. So. Und jetzt kommt FLIVE Universe. Was bekommen wir in FLIVE Universe zu dem, was wir gerade in FLIVE PC gesehen haben? Hier haben wir die globales Launch-Paket. Ein Geschenk für den globalen Start von FLIVE Universe. Ja, das war vor fast 2 Jahren, Leute. Vielleicht könnte man das mal updaten. Es ist schon lange nicht mehr globaler Launch. Was haben wir hier? Wir bekommen nutzlose Wings. Ohne Effekt. Okay? Wir bekommen eine Lucky Glasses Box, die by the way auch der größte Unfug ist, der jemals in diesem Spiel existiert hat. Gehen wir auch gleich noch drauf ein. Eine
einstündige ES-Empty, die man aber auch nur bis Level 20 aktivieren kann. Nach Level 20 kann man diese Schriftrolle nicht mehr aktivieren. Du wirst also gezwungen, sie im Low-Level zu aktivieren. Eine Power-Scroll, was im Endeffekt drei Power-Scrolls sind. Meine Power-Scroll, wenn sie abläuft, verwandelt sich in die nächste Stufe. Und die, wenn sie abläuft, verwandelt sich wiederum in die nächste Stufe. Actually, muss ich sagen, Power-Scroll, super krasses Item am Anfang. Angriffskraft, Flat-Angriffskraft ist am Anfang super stark. Flat-HP am Anfang super stark. Actually ein gutes Item, aber es ist halt auch nur einmal drin. Aber zugegebenermaßen sind es 3 Stunden. Und dann, ich verstehe nicht wieso, bekommt man 3-mal Elixir of the Tiger, 3-mal Elixir of the Lion, 3-mal Elixir of the Rabbit und 3-mal Elixir of the Fox. Warum kriegt man nicht einfach 9 Elixir Select Boxen, wo man sich selber aussuchen kann, welches Elixir? Es gibt niemanden, der alle 4 Elixiere braucht. Einzige Ausnahme wäre vielleicht AOE Ranger. Man kann immer ein Argument machen, jede Klasse braucht Dex, jede Klasse braucht STA. Dann braucht man zumindest 3 von 4, wenn man so argumentiert, also immer sozusagen. Aber es ist einfach Bullshit, ja. Wenn ich Mercenary werde, dann brauche ich kein Int. Wenn ich Akrobat werde, grundsätzlich brauche ich dann eigentlich auch eher kein Int. Und so weiter. Also warum kriegt man alle 4 Elixiere? Es ist so sinnlos. Gut, dann haben wir ein Power-Up, basically, das ist wirklich krasses, das ist wirklich gutes. Die anderen 3 halten, by the way, auch nur 30 Minuten. Oder die anderen 12, I guess. Das heißt, alle 3 zusammen sind gerade mal 1,5 Stunden. Hier haben wir wenigstens 3-Stunden-Value. Hier eine Ampli, wo wir gezwungen werden, sie am Anfang zu benutzen. Und dann haben wir hier die Lucky Glasses Box. Das wahrscheinlich sinnloseste, was es in Flight Universe jemals gegeben hat. Eine Box, die man nur bekommt, einmal pro Account, wenn man den ersten Charakter erstellt. Und in dieser Box befinden sich eine 1-Tages-, eine 3-Tage-, eine 7-Tage-, eine 15-Tage-, eine 30-Tage- und eine permanente Glasses mit 50 HP und MP, die man bis heute nie wieder irgendwo bekommen konnte. Mit einer 1% Chance. Das hat dazu geführt, dass zum Release sich mehrere Leute, sehr viele Leute sogar, ewig viele Accounts erstellt haben, so lange, bis sie diese Glasses bekommen haben, die permanente Version. Warum zum Teufel ist sowas in der Anfängerbox? Warum zum Geier existiert das überhaupt? Und warum ist das heute noch drin? Was denkt man sich eigentlich dabei? Ich weiß es wirklich nicht. Aber darauf will ich jetzt nicht zu sehr eingehen. Das war's auch schon. Das ist in der Anfängerbox von Flight Universe drin. Das ist alles. Und die Buffs vom Anfängerhelfer, die können wir uns auch noch angucken. Die sind allenfalls auch ein schlechter Witz. Wir haben hier Haste auf Level 6, Heap Up auf Level 5, Quickstep auf Level 6 und Accuracy auf Level 5. Alle anderen Buffs überhaupt nicht. Flyth PC Level 7. Und by the way, in Flyth PC gibt es auch noch höhere Buffs. Die steigern sich nämlich. Und zwar in jedem weiteren Levelgebiet, das man erreicht, werden die Buffs besser. Bis zu einem Maximum von Level 12 oder 14, da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall werden die auch noch besser. Das heißt, die bleiben auf Flyth PC nicht nur Level 7, die wachsen mit dem Spieler so lange, bis man quasi selber noch nicht alle Buffs freigeschaltet hat, quasi mit. Und ja, das beendet unseren Vergleich und ja, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, warum ist es bei Flyth Universe so schlecht und was gibt es wirklich für gute Gründe, die dagegen sprechen, daran was zu ändern? Also, ich kann mir vorstellen, es gibt Leute, die sagen, naja, ich musste damals so anfangen, also muss jetzt jeder so anfangen, so nach dem Motto, wenn ich das damals geschafft habe, dann kann das ja jeder schaffen, so ungefähr. Finde ich es halt eine bisschen einspurige Denkweise, weil was juckt es mich denn auf Level 120, 130, 140, 150 plus, ob jetzt ein Anfänger schneller auf Level 60 levelt oder schneller auf Level 15 oder schneller auf Level 100 als ich vor 1,5 Jahren? Was interessiert mich das? Das kann mir doch vollkommen egal sein. Wir haben wirklich wichtigere Dinge in dem Spiel, die, sag ich mal, falsch laufen, die schlecht laufen, die vielleicht unfair sind. Und das wäre wirklich das Letzte, Anfängern hier mehr zu geben. Also nur mal ein Vorschlag zum Beispiel, ein 7-Tage CS-Pad, ein 7-Tage Fluggerät, 5 Power Scrolls, 5 Amplis, Level unabhängig, mindestens 5 Upcut Stones und eben hier statt 12 einzelne Flasks, ich habe vorhin 9 gesagt, ne, 12 meine Flask-Box und dann vielleicht noch eine Potion, 5 Potion-Boxen oder so. Also ein bisschen mehr Power-Ups, mit denen man dann auch tatsächlich mehr als nur wenige Stunden leveln kann. Ein bisschen mehr Amplis, mit denen man auch tatsächlich was erreichen kann. Und vor allem halt noch irgendwas, wie zum Beispiel CS-Pad-Fluggerät, wo man halt einfach noch ein bisschen was oben drauf bekommt und nicht nur mit diesen
Larifari 0815 Power-Ups hier reingeleitet wird, die sind nach ein paar Stunden vorbei und dann steht man vor der absoluten gähnenden Leere. Man hat keine Buffs, man hat keine Power-Ups, man hat kein CS-Pad, man hat gar nichts. Man ist einfach nur im absoluten Nirvana und wird im Endeffekt freundlich darauf verwiesen, ah ja, übrigens, wenn du cashen willst, dann hier ist der Premium-Shop, Bro. Das ist, finde ich, sehr schlecht, sehr schade. Und wie gesagt, am Beispiel von FlyFPC könnte man sich eben angucken, wie das funktionieren kann. Wie gesagt, ich will nicht, dass die Items von FlyFPC so in FlyF Universe kommen. Lediglich an dem Beispiel könnte man sich orientieren. Das hier als Box Nummer 1 zu machen, wiederum, fände ich okay, wenn man dann auf Level 16 nochmal so eine Box bekommen würde. Also wie gesagt, von diesen Elixieren bin ich absolut kein Fan, wie schon gesagt. Aber ja, die Box verbessert sich dann. Auf Level 16 kann man noch eine öffnen, auf Level 30, auf 45 und nochmal auf 60 vielleicht. Und bei 60 kann man dann von mir aus auch Schluss machen. Auf Level 60 sollte man in der Regel dann eigentlich langsam mal im Game angekommen sein. Wir reden jetzt hier wirklich von dem absoluten Anfängerbereich eigentlich. Und ich verstehe einfach nicht, warum das so schlecht ist im FlyF Universe. Und ich denke, wir haben schon sehr viele Spieler nicht ins Boot geholt oder schon sehr viele Spieler verloren, eben weil der Start hier so holprig ist und einfach schlecht ist und Leute, die noch nie gespielt haben, sich umso schwerer tun, mit solch wenigen Vorteilen, die sie von dem Spiel bekommen. Was haltet ihr von den Anfängerboxen von FlyFPC und FlyF Universe? Und ja, denkt ihr, es sollte sich was ändern? Denkt ihr, es sollte so bleiben? Lasst es mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren wissen. Und schaut auf jeden Fall auch im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.